Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 3 Wario Land. Und okay, ja, neue Gegner. Der Typ heißt Pouncer. Ich denke mal, ich muss von dem hier weglaufen. Ja, dann zertrümmern wir hier einfach mal alles. Alles andere gibt irgendwie keinen Sinn. Okay. Ja, Seth nehmen wir da mit. Leben. Irgendwie sieht das ungesund aus. Okay. Ja. Ah, guck mal, der hat oben keine Stacheln. Hehehe. Okay. Sehr schön. Aha, Bambi-ähnliche Viecher. Ja, also in Dragon Quest Monsters gibt es welche, die ähnlich aussehen, Bambi. Und hier haben sie den Namen Debbie Debbie. Boah, wie unfair. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt mich halt erwischt und dann bin ich nach hinten gefallen und war tot. Na krass, okay, aber wir wissen noch, was wir tun müssen. Eigentlich, aber irgendwie bekommen wir keine Münzen zusammen. Wir müssen ja am Ende sicherlich 10 bezahlen. Was machen wir, wenn wir keine 10 gefunden haben in so einer Art Squalling-Level? Das ist irgendwie, also auf jeden Fall haben wir nicht genug Zeit. Also irgendwann müssen ja auch mal Münzen kommen. Seltsam, seltsam, seltsam. Und warten, warten, warten. Hey! Was kommt her, Pouncer? Komm her, komm her, komm her. So, und jetzt können wir wieder die. Ah, gut, okay, wir kommen ja genug. Oh Gott, ey, Mensch. Debbie Debbie ist hier, wa? Das musste jetzt auch wieder nicht sein. Ja, mach ich's aber so. Krieg ich das Power-Up jetzt halt nicht den Stier-Helm. Wow. Na los, komm. Klasse. Klasse. Okay, ich sollte aufhören, hier Münzgeil zu sein. Nee, Münzgeilheit, glaube ich, ist hier tot. Gut, denn dieses mache ich dann ohne Münzen durch. Das hat einfach keinen Sinn. Nee, das hat einfach keinen Sinn. Sammle ich eine, damit ich meine 10 Stück habe, weil die brauche ich ja. Und der Rest ist dann einfach mal egal. Okay. Aber diesmal kann ich ihn jetzt aufnehmen. Ich wollte vorhin schon mal ganz kurz aufnehmen und bevor ich das Level angefangen habe, habe ich irgendwie 3 Hustenanfälle bekommen, dachte mir so, okay, gut, das wird grad nichts. Aber jetzt scheint mir etwas besser zu gehen. Ja, gut, dann komm mal her, Panzer. Dieses Mal. Dieses Mal, ja, keine Ahnung. Will ich es gerade schaffen? Wer holt sich denn dieses Leben dort? Also, es ist ja nicht mein Leben. Nein. Gott. Mann, das gibt's doch nicht. Es wird eins, ja? Ich wollte es nochmal ganz kurz sagen, dass wir uns hier gerade in Welt 1 befinden. Falls ich drohe, Game Over zu gehen, würde ich halt mal offscreen Leben sammeln gehen. Ich hoffe, dass ich das nicht muss. Das ist ja wirklich krass. Beispiellicherweise ohne Safe State, das ist ja langweilig. Oh Gott, jetzt muss ich auch wirklich ein bisschen Obacht geben, ja, weil so kann das nicht weitergehen. Sie da ein bisschen zusammenreißen, die einfach ein bisschen zusammenreißen. Ich bin davor waren so leicht.
Das will ich hier echt nochmal wissen. Na gut, okay. Aber ich finde schon, dass es für eine Welt 1 schon sehr schwer ist, oder? Es gibt ja 40 Kurse. Auch 6 Welten, wenn ich das jetzt in Erinnerung habe. Also ich habe es mal, glaube ich, habe ich einfach mittel das Spiel. Und ja. Nee, das Power-Up ist mir egal. Gut. Gut, der kommt ja einfach so an. Da muss ich sagen, nehme ich die Münzen hier gerne mit. Bitte, bitte, lass mich drauf bleiben. Oh, danke. Danke. Oh, halt mal das Power-Up nicht mitgenommen, wären wir jetzt tot, oder wie? Gut, dann nochmal so eine Passage. Wow, ja, ist gut, ist gut. Los, komm schon. Wario, Wario, los, komm schon. Ja, danke fürs Herz. Und Herz. Und weg hier. Gott. Ah, hier gibt's auch einen Trick, und zwar, jetzt komm her. Los, komm zu Mami. Sag, bekommen wir eine 10er Münze. Ich will dich jetzt hier haben. Ah. Na, reicht das aus? Reicht das aus? Nein. Ach, ist mir jetzt egal. Das, wow, müssen wir gar nicht bezahlen. Aber das ist ein Scrolling-Level, dann muss man halt mal nicht bezahlen. Na gut, okay. Machen wir mal das Lebensspiel. Jetzt haben wir mal 40. Oh, wo kommen jetzt... Ah, wir müssen hier mit den Bomben wahrscheinlich Ding abwerfen oder sowas. Oh ja. Ja, richtig gut. Ja? Also ich könnte das nicht nochmal machen. Jetzt seht ihr das einmal, wie es geht, und Jane ist besser so als ich. Das ist ja reine Münzverschwendung hier. Och nö. Wir haben einen hier verwendet. Ein Treffer. Geil. Und auch so, ich meine, irgendwie so viel braucht man hier nicht, dass sich das wirklich lohnt. Wahnsinn. Doch, ich sehe schon richtig, das Eigenheim mit schon 17 Münzen, das wird das werden. Und ich gehe mal davon aus, das wird schon so ein Boss-Level jetzt sein, wenn es einen Totenschädel dort abgebildet. Und ich glaube, wir hängen ja jetzt, haben uns Level 1 schon wie so über 5 Minuten rumge... Also 1, das erste, das wir heute gemacht haben. Ach, die Schweine hier. Und weg mit dir. Weiter. Mal wieder Pouncer am Start. Ja, los, komm. Bring ihn um. Ah, Stier. Okay. Ja, das ist schon wieder recht böse, muss ich sagen. Also es kam kaputt, kaputt, kaputt. Richtig. Ja, die sind wieder so gemein. Jetzt komm her. Ja. Hey. Ja. Mario würde sowas halt nie tun. Aber wir sind jetzt im Glück nicht Mario, sind Wario. Okay, muss ich jetzt treffen? Ah, nee. Nee. Klar, so kommen wir durch. Halbzeit. Oh ja. Wow, der nächste Gegnertyp. Ja, wir sind ja noch mehr davon. Schau hier mal ganz nebenbei auf meine schlaue Liste. Und zwar sind das Pancoons. Okay, das Power-Up haben wir schon. Brauchen wir nicht. Und weiter. Okay. Und was sagt mir, dass wir hier so eine Schalter brauchen, um das umzuschalten, hä? Ja, welch Zufall. Welch Zufall. Ja, okay, aber ein Drittel Leben. Das nehme ich gerne an. Und so langsam sollst du mal zum Boss gehen, oder?
Okay. Da ist Spiky Pirate. Mehr weiß ich aber auch nicht über ihn. Na okay, es ist ja, er hat überall Stacheln, außer am Bauch und ja, geil. Das heißt, wir müssen ihn am Bauch treffen. Okay. Boah. Ja. Na, komm her. Nein. Wow. Oh Gott. Vom ersten Boss ist das doch ganz schön anspruchsvoll hier, oder? Was meint ihr, wie findet ihr den? Boah. Was ist das mal mit Super Mario World? Wahnsinn. Oh, was wir jetzt alles nochmal spielen müssen. Ach nö, oder? Ah ja. Ich habe gar keinen Lust. Da. Ja. Es tut mir leid, dass gerade solche komischen Hünen nur kamen, aber man muss sich teilweise auch nicht konzentrieren. Also. Ich bin natürlich vielleicht nicht ganz an die Steuerung gewohnt und die Gegner gewohnt. Ich denke mal, wenn ich die erstmal besser kenne, dann. Ja. Mit welchem Mario dann habt ihr denn angefangen? Habt ihr so in der richtigen Reihenfolge gespielt? Oder war vielleicht Mario Land euer erstes Mario Land? Und wie findet ihr, lässt sich Wario im Verhältnis zu Mario denn steuern? Das ist da eure Meinung. Also an sich ist er sehr präzise, muss ich sagen. Und ich finde eigentlich auch seine Moves ziemlich cool. Ich freue mich schon auf das dritte Power-Up. Okay. Vielleicht schaffen wir mal dieses Mal... Ja, erste Treffer. Und... Ah, Mist. Zweit, ich gehe mal noch von drei Treffern. Natürlich. Oh, verdammt, ich habe noch drei Leben. Ich habe nur noch drei Leben, Leute. Nein. Bitte, ah ja, ich schließe ja einen Stier drin. Oh, zum Glück. Zum Glück, Leute. Ey, was soll das denn? Naja, hier ist sowieso nichts drin. Zum Glück sind hier drei Herzen. Wenn das immer fast nur Leben hier. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und. Oh Gott. Oh Gott, los, drauf schon jetzt. Jetzt aber. Muss das was werden? Ja, ja. Spiked Pirate. Das mach ich dich fertig, Mann. Das gehört ihm richtig fertig. Okay. Nein! Oh, verdammt. Boah. Ja, man springt. Das Problem ist einfach, dass man springt drüber. Und bis man landet und wieder springen kann, ist der Typ dann schon dran. Ich will jetzt nicht Game Over gehen. Ich habe echt Angst hier gerade. Ja. Zu scheitern. Verdammt, ey. Gut, hier geht's jetzt nochmal Leben. Wenigstens was, also ansonsten. Dass nur sie Leben mitzieht, wisst ihr da was? Zieht das nur sie Leben mit? Oh Gott, ey. Jetzt aber, okay, müssen konzentrieren. Vielleicht sollte ich noch flach drüber springen. Nicht. Das bringt auch nichts, Mann. Boah, seht ihr das, wie lange man zum Teil hier braucht? Okay, zweiter Treffer. So spät gesprungen. Verdammt nochmal, wie stelle ich mich denn hier schon wieder an? Das ist doch nicht so schwer. Doch, ist es. Nein, es ist wahrscheinlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich ein ganz billiger Gegner hier. Hey,
Vor allen Dingen, nein, die Möglichkeit sieht eben aus. Ich muss jetzt anders überlegen, ob ich nicht denn, ja, welche nicht Game Over gehen soll in diesem Part, für den nächsten Part nochmal Leben sammle. Weil, geht das nicht weiter? Na gut, okay. Alle guten Dinge sind 6 oder 7. Ja, gut. Erster Treffer. Ja, los, komm. Ja. Zweiter Treffer. Und? Ja! Leute, ja, okay, ich will das Geld haben, Geld. Leute, die 111 Münzen gönne ich mir mal und weg hier. Puh. Naja, muss jetzt 0 Schätze, 0 Secrets. Das Einzige, ich weiß ja, wo es ist, aber ich glaube, wir brauchen da erst noch was, um da hinzukommen. Ja, die Welt geschafft. Jetzt geht's in Empty Teapot. Würde ich sagen, schauen wir uns die Welt im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich höre DSD Steve und ciao.